Wilhelm von Opel zieht nach Wiesbaden, ein Mäzen in der Weltkurstadt. Kurz vor dem Verkauf des Opel-Werks an General Motors zog Wilhelm von Opel in seine neue Wahlheimat nach Wiesbaden. Hier entwickelte er sich zum großzügigen Mäzen für die Stadt. Er hat hier seine Spuren hinterlassen. Er unterstützte mit Stiftungen die Goethe-Warte auf dem Geißberg, den Goethestein bei Frauenstein, die Schutzhütte auf dem Kellerskopf, die alte Stadiontribüne an der Frankfurter Straße und das Clubhaus des Tennis- und Hockeyclubs im Nerotal. Zu den wohl spektakulärsten Stiftungen jedoch gehört das Opelbad auf dem Neroberg, das Sie jetzt hier bewundern können. Er stiftete eine Summe von 100.000 Mark und gewährte zusätzlich ein großes Darlehen. Das Bad liegt am Südhang des Nerobergs und bietet so, damals wie heute, einen atemberaubenden Blick über die Stadt Wiesbaden. Das kann man auch auf der historischen Aufnahme erkennen. Die charakteristische Rutsche des Bades lockt auch heute noch zahlreiche Besucher an. Vom Opelbad aus kann man auch sehr gut die ausgedehnten Villengebiete der Stadt sehen. Hier fanden Wilhelm und Martha von Opel ein standesgemäßes Domizil. Die Fabrikantenvilla stand nun nicht mehr auf dem Werksgelände in Rüsselsheim, sondern im mondänen Villenviertel der Weltkurstadt.